Guten Tag und willkommen zurück hier wieder bei Night of Doom. Wir steigen jetzt noch ein bisschen weiter nach oben hier im Bowser-Level und dann holen wir uns den 6. von 7 Sternen. Es gibt hier ausnahmsweise mal 7 Sterne in diesem Level. Normalerweise ist es ja so, dass in Bowser-Kursen und in Bonus-Leveln maximal nur 6 Sterne zu holen sind. Und ich hatte eine Ausnahme mal wieder gemacht oder ich hatte die Regel gebrochen. Und ich hätte das nicht gewusst, hätte mir nicht Mr. Pitt das geschrieben. Danke nochmal. Beziehungsweise, ich hatte ja schon vorher gewusst, dass es 152 Sterne gibt. Oh oh. Bäh. Fuck. Bäh. So. Jetzt kann ich wieder weitersprechen. Ich hatte ja schon vorher gewusst, dass es 152 Sterne gibt. Und ich dachte halt, dass es den letzten Sternen halt bei Bowser gibt. Aber dem ist nicht so. Oder nach Bowser. Und das hätte ich auch nicht gewusst ohne Mr. Pitt. Der hat mir auch damals geschrieben, dass es 152 Sterne gibt. Nachdem ich mich verguckt hatte und dachte, es wären 156. Aber das war Super Mario 74. EE. Ein bisschen weiter springen. Sehr schön. So, ab zur Flugkappe, wa? Dann können wir diesen komischen Scheiß mit der Kinderparadies-Textur da überspringen. Mit diesen elendig weiten Sprüngen. Oh oh. Das. Hier, diese Kacktextur ist richtig scheiße. Man sieht nicht, wo man da ist. Man kann sich nicht dran orientieren. Man sieht halt keinen Schatten so wirklich. Außer mal ein bisschen auf diesen kleinen Stern. Aber die sieht man so viel nicht. Oh, fuck. Man sieht nur ganz schwach immer diesen blöden Schatten, um sich zu orientieren. Aber man braucht den Schatten, um sich zu orientieren. Ansonsten ist halt Essig. Der ist ja gestorben. Ja, es geht viel einfacher hier lang. Viel, viel einfacher. Bap. Bap. Ach, da ist eine Lücke. Du Schwein. Ich wollte mal links lang gehen. Ist hier irgendwas? Nö. Ist eigentlich hier oben drauf irgendwas? Ist eine gute Frage, oder? Hallo, Bobby. Ah. Dammit. Ich würde gern... Du sollst... Ich würde gern halt... den Dreher des Pilzes mitnehmen. Aber wer nicht? Na gut, denn... Ach, scheiße, jetzt habe ich den Dings nicht erwischt. Ich würde... Ja, ich muss immer schnell weg. Sonst vergiftet dich der Scheiß. Moment, ich kann da noch ein bisschen... Ich kann es da noch ein bisschen anders machen. Ich hätte rein vom Prinzip her hätte ich gleich darauf liegen können. Aber das ist nicht notwendig. Ich lande mal auf ihn. Mach mir jetzt hier keinen Stress. Ah, der bremst halt blöde ab, wenn er. Oh oh. Schack, ja, du bist da ganz, ganz beschissen gerade. Ach, schmeiß mich doch gegen die Box, du Arsch.
Oder komm zu mir nach unten. Ich finde dich da nicht gut, Junge. Ich finde euch beide nicht gut. Alter! Nervt! Kann ich eigentlich... Wuhu! Der war schön! Der war sehr schön! Der war ausgezeichnet! Eigentlich kann ich die Kamera gleich so lassen, wa? Oder? Nee, hierfür ist das erstmal besser. Der segnet mich erstmal ein bisschen mehr, außer es passiert das. Ja, denn, ja, dann sehe ich gar nichts. Ich habe hier echt viel Zeit eigentlich. Bis zur ersten grünen Box. Fuck, gegen die Kante gekommen. Ist nicht gut. Was? Das war dumm. Ich hab's komplett falsch eingeschätzt, wo ich da war. Unsichtbare Wände! Erinnert mich an die Fliege, die ich bei meiner Mutter halt gesehen habe. Ich war bei meiner Mutter, hab was gegessen. Hab dann eine Fliege beobachtet, die gegen ein Fenster geflogen ist. Dachte ich mir auch so, die Fliege muss ich auch immer so denken. Scheiß unsichtbare Wände. Scheiß unsichtbare Wände. Oh, ich war noch am Leben da unten. Warum kriege ich den Scheiß jetzt nicht hin? Das finde ich ein bisschen peinlich. Och, Alter! Bei unsichtbaren Wänden ist es auch kein Thema. Kein Wunder. So. Moment. So. Konzentration. Konzentration bringt mir auch nicht viel. Ja! Das ging diesmal relativ schnell. Relativ. So, gleich kommt VG. Hallo VG. Ich hasse diese Textur. Ich hasse sie. Besonders denn noch, wenn sie schräg ist. Kannst dich überhaupt nicht orientieren so richtig. Abspringen! So. Ist ja runtergeglitscht. War so halb drauf und dann halb wieder nicht. Du warst doch jetzt drauf. Du warst genau drüber. Hab ich gesehen. Och, spring ab!
Ja, das war natürlich klar, hatte ich kein Momentum mehr. Lande doch vernünftig. Komm. Komm her. Oder auch nicht. Ich ignoriere ihn. Ich ignoriere ihn. Das ist immer die beste Möglichkeit, um die loszuwerden, glaube ich. Mit. Nee, dann werde ich sie ja nicht los. Dann bleiben sie einfach da. So, wir wissen ja, da hinten ist eine blaue Box. Ich könnte also auch auf der landen, aber von da aus ist denn. Würde an sich funktionieren. Ich weiß nur nicht, ob das klug wäre. Ich glaube eher nicht sogar. Weil von der blauen Box dahin zu kommen. Der Winkel ist, glaube ich, okay. Ich musste denn nur. Ist das knapp. Wir sind in der Hälfte der Zeit hier oben. In der Hälfte der Zeit. Na. Ausrichten. Springen. Richtig landen wäre nicht schlecht. Ey, du hättest dich da festhalten können. Spring, spring, bam. Schießt du auf mich? Nö. Ansonsten brauche ich auch die Kisten nicht mehr. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Irgendein VG-Freund, der hier komisch. Bleib da drauf. Dann hältst du dich da kurz fest oder springst halt so rauf. Ach, da ist die Kanone. Ich hab mich schon gewundert, wo die bleibt. Wir hatten die ja nicht umsonst geöffnet. Ich guck mich nochmal um. Was war das? Da ist nix. Das Level ist einfach mega dunkel. Ich sehe da einen Trollstern oder Fake-Stern. Da dreht sich um irgendwas seltsam. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Das war auch in einem Bowser-Level. Das ist schon wieder so ein gelbes Ding. Weiß der Geier, was das soll. Abspringen. Sonst noch was? Nö. Okay. Ist das rutschig? Nicht wirklich. Irgendein VG-Depp? Nö. Feuer frei. Mal auf 2 speichern. Okay, ich könnte. An Stern vorbeischießen. Aber ich könnte dahin. Ich sollte mich am besten so gegenballern, wa? What the fuck? Hier kannst du haben! Ich glaube, man könnte hier 100 Münzen sammeln.
Müsste man vielleicht ausprobieren, ob das hier in diesem Level 100 Münzen gibt. Und ob man denn einen 153. Stern bekommen tut. Hallo Schild, was willst du? Welcome to my space fortress. If you are collecting the red coins, then let me advise you. After this sign, there are only two more. Have fun here, I will wait at the end. Okay. Das ist ein Schaufeltyp. Ach, das... Das ist das Gitter. Das Gitter. Das hatte ich gesehen von Kinderparadies aus. Von diesem kleinen, kleinen Raum, wo wir da irgendwie den geheimen Stern gefunden hatten. Das ist ein riesiges Loch. Was hat das zu bedeuten? Könnte ich mich da hinschießen? Ich glaube nicht. Da ist eine rote Münze. Na gut. Ey, Heavy Ho. Ich wusste es. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin muss. Das ist eine gute Frage, oder? Gute Frage ist gute Frage. Ich glaube, das wird mich Zeit kosten, weil ich nicht weiß. Okay, das funktioniert schon mal super. Ich habe eine perfekte Ausgangslage. Aber man muss aufpassen, dass man sich nicht in eine Sackgasse verrennt. Beziehungsweise denn... Alter, wo muss ich da hin? Wo muss ich da hin? Wo? Alter, das ist scheiße. Ich weiß doch nicht, wo ich hier hin muss. Ich kann doch nicht hell sehen. Da hinten irgendwo hin. Da muss ich erstmal hinkommen. Das ist doch noch Feuerkugel. Oh nein! Ich war dran! Ah, interessant, wie ich's mal was Neues. Auf sowas habe ich schon lange gewartet an sich. Oh, wo war ich in der Wandsprung? Was? Ich mal, wo ich da einen Wandsprung gemacht? Damn nicht! Ach, scheiße! Gar nicht so simpel. Man müsste aber trotzdem aufhören, die gleichen Fehler immer wieder zu machen.
ein bisschen zu weit nach oben. Du sollst da dich nicht festhalten, da auch nicht, sondern Wandsprünge machen. Wandsprünge. Springen Sie an Wände, gegen Wände, von Wänden weg. VG, lass mich mal in Ruhe, verpiss dich. Lass mich in Frieden. Ich will wissen, was da jetzt noch ist. Oder ob da noch was ist. Wenn da eine rote Münze zwischen ist. Ah, da oben ist was auf jeden Fall. Man kommt auf die Weise nach da oben. Okay. Ah, das war knapp. Von wo komme ich? Was? Leck mich. Leck mich kurz. Okay, von da komme ich. Da muss ich ja da lang. Du solltest es nicht machen. Perfekt! Besser geht's nicht. Doch, wenn man sich nicht von der blöden Flamme treffen lässt. Ach, da geht's weiter mit den Wandsprüngen. Kannst du mich mal kurz bitte in Ruhe lassen einfach? Ich würde mich gern umgucken. Da geht's lang. Ja, da steht da richtig scheiße. Warum ist da ein Schacker, der mich da jetzt nervt? So, jetzt nervst du mich nicht mehr. Adios, ab in den Abgrund. Ist hier noch ein Stern? Ich hoffe mal. Nicht, dass irgendwo unten noch ein Stern ist. Ansonsten laufe ich jetzt hier zu Bowser, ohne dass mir das was bringt. Das wäre kacke. Aber das glaube ich nicht. Muss ich nach oben? Muss ich... Wo muss ich da hin? Wo muss ich da lang? Ich habe vergessen... Lakito einzustellen. Lakito! Oh, mach mir... Wollte gerade sagen, Lakito macht mir keine Schande, aber du machst mir mega Probleme jetzt. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich glaube, die eine Wand ist verarsche. Die braucht man nicht. Man soll das von hier aus machen. Oder von, mit Das ist der richtige Weg. Und ich habe den letzten Sprung verkackt. Und das bringt dann nichts. Ich sehe halt nichts. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, letztendlich. Es ist kacke, wenn man nichts sieht. Vielleicht sehe ich ja mehr, wenn ich das doch mit der Kamera mache. Ist ja nur für eine kurze Strecke. Ich glaube, das dürfte funktionieren.
bin drüben. Ich würde trotzdem gern wissen, ob das da noch weiter nach oben geht. Ich mach mal einen dritten Speicher. Weil ich es kann. Du sollst da nicht irgendwie schräg nach oben, sondern einfach gerade. Das war so klar. Aber wie sieht es auf der anderen Seite aus? Du musst... Ja, ich weiß. Wahrscheinlich ist da auch nur Sand. Aber... Man wird es nie wissen, wenn ich es nicht versuche. Ja, ist nur Sand. Ist nur Sand. Man hat es, glaube ich, kurz gesehen. Ist egal. Aha, aha. Verstehe. Ich wollte eigentlich da einen Wandsprung gegen machen. Böser Fall. Böser Sturz in den Abgrund. Oh, fuck. Fuck. Am besten wäre halt das, wenn man sich da festhält. Fick dich! Komm, 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 komm. Ja, ist okay. So, die Flamme ist noch nicht aktiviert. Hast du noch Zeit, das dagegen zu schleudern und dich wieder zu heilen und dann ist gut. Der Fallschaden dann auch wieder weg. Geht's jetzt hier irgendwie nach oben? Ja. Das gibt's auf beiden Seiten. Ah, da sind diese komischen Fake-Sterne. Wow, geht das lang. Okay. Sollte ich das so machen? Ich glaube schon. Da ist eine Seitenansicht und dann sägt auch ein bisschen mehr. Ey, Feuer. Was? Muss da gerade... Gut. Perfekte Stelle zum Stehen. Das ist fies. Das ist mega kacke. Das war Blödsinn. Was für ein mieser Dreck. Damn it!
Ah, oh, den Weg darf ich denn nochmal gehen. Wegen Bowser. Und den roten Münzen. Wow, der war gut. Noch gerettet. Nein! Der hatte den blöden letzten blöden Kackwandsprung nicht gemacht. Wie kacke. Da komme ich nicht umhin. Das ist eine richtig scheiß Stelle hier. Das ist richtig kacke. Und ich brauche perfekte Wandsprünge hier, damit ich genug Momentum bekomme, um nach oben zu fliegen. Nee, ansonsten komme ich nicht nach oben. Alter, nach der Tortur hier bisher, muss ich den Scheiß jetzt immer machen. Fick dich! Blöde Treibsandkacke! Ich war oben fast. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Nicht nur körperlich, auch mental ist das eine Tortur. Das ist so kacke! Du darfst nicht zu weit oben landen, aber wenn du zu tief landest, dann kriegst du den Wandsprung nicht mehr hin. Blöde Scheiße! Diese blöden... Fuck! Wo muss der denn jetzt an der Stelle jetzt nochmal so eine Scheiße einbauen? Ach, Kacke, das ist so dämlich. Man kann es übertreiben. Auf der anderen Seite darf ich so eine Scheiße bestimmt auch nochmal machen. Hat man ja an den Wänden gesehen. Als wir da kurz hingeguckt hatten. Was? Dummer Mist!
Wenn ich abbremse, verliere ich doch Momentum. Das ist doch... Wenn ich so tief lande, komme ich nach hoch. Und es funktioniert nicht jeder Wandsprung. Gibt's keinen besseren, einfacheren Weg? Ich glaube nicht. Ich hasse das. Nein! Natürlich nicht. Ach, das ist so scheiße mit der Stelle da. Darf doch nicht anhalten, das ist doch Blödsinn. Fuck! Es gibt zwar den dummen Trick, indem ich in der Luft Pause drücke, speichere und dann weitermache, aber den mache ich nicht. Ich finde den dumm. Das ist rumgeschiete. Reicht schon, dass wir hier Safe State nutzen. Du, warum bist du jetzt nach oben geglitscht? Du warst nicht weit genug oben, um dich festzuhalten. Dummer Arsch. Ich hasse diese Stelle, ich hasse sie. Mach den blöden Wandsprung! Ich werd hier gleich hysterisch.
Als ob er irgendwann immer aussetzt. Ja, schon wieder. Warum machst du denn nicht? Alter. Oh, mit so einer Scheiße habe ich auch wirklich nicht gerechnet. Wir waren vorhin fast oben. Der letzte hat es verkackt und dann. Oh, regt mich das gerade auf. Oh, das betrübt mich. Das betrübt mich sehr. Und meine Hand schmerzt. Hm. Ja. Ach, komm, leck mich. Nur mal kurz was probieren. Vielleicht fliegt das mit in der Luft speichern hin, ohne Pause natürlich. Aber da kann man sich schnell verspeichern, da muss man schnell sein, um dann sowas dann auch retten zu können. Bin ich platt. Ich den dritten Arm, damit ich auf Speichern zwischendurch drücken kann. Kurz bevor ich bei der Wand denn immer ankomme, denn speichern und dann wupp, wupp. So meinte ich das. Lass mich von dir nicht verarschen, Dreckswand! Du bist ein Fake-Stern, oder?
Moment. Wo geht's zu Bowser? Hä? Hä? Wie komme ich denn da hin? Da ist die letzte rote Münze. Moment, kann ich, wenn ich die roten Münzen eingesammelt habe, gleich weitermachen und den Bowser machen? Das wäre gut. Ich hätte vor 10 Minuten schon fertig sein können. Hätte ich den letzten Sprung nicht verkackt? Oder vor 15 Minuten? Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich bin... ein bisschen fertig! Und ich glaube, dass... Nee, ich muss den anderen Weg nehmen. Ich weiß nur nicht, wo der andere Weg ist. Gut, das bleibt mir erspart. Bis dahin, Glück auf, Euer Hyde.